Kommunikation, mein kleiner Podcast, hier aus meiner kleinen Kneipe zum Hocker mit dem Kultgetränk Asbach. Lecker. Kommunikation, mein kleiner Podcast, heute mit Holger Fach, ein Ex-Nationalspieler. Einen herzlichen Applaus. Als ich noch gut war. Da war er 18. Das war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Der war dein Trainer damals? Franz Beckenbauer. Der war der in Ordnung? Der war Weltklasse. Ja. Geboren ja, haben? Allein schon vom, also vom Typ her, der musste ja keinen Trainer machen, der musste ja nur am Rand stehen und alle haben sich gegenseitig umgebracht. Er braucht auch keinen Trainerschein und der braucht ja keine Strafe zahlen. Ja, gut, nicht wie ja, ich meine, ein Bundestrainer muss ja einen Trainerschein haben. Ja, und braucht er echt? Nicht. Ja, hat der Dosek. Die kommen zwei Tage vor dem Spiel an, dann hat der drei Co-Trainer, dann sagt, lass die Kleinen mal ein bisschen hüpfen ja. Und dann ist das Spiel. Also, das muss nicht unbedingt sein, aber Franz ist... menschlich, also ich muss sagen, das war einer der faszinierendsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Ein kleiner Aufruf jetzt auch meinerseits, lass diesen Mann in Ruhe. Den ja? Franz? Wir waren alle froh, dass 2006 die WM bei uns, da hat keiner gemeckert. Wir hatten 4 Wochen Kaiserwetter. Ich muss immer so lachen. Und plötzlich wird darüber gesprochen, oh, da wurde Geld verschoben bei der FIFA, kann ja gar nicht sein. Erste Mal gehört. aber da muss man wirklich mal was zu sagen, was Ernstes. Ja. Ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, dass Otto Schily mit auf der Bühne stand. Ja. Und die wollen mir sagen, die wussten das nicht. Anwalt von der RAF. Haben wir schon mal gehört. Und übrigens, und dann muss ich nochmal herzlichen Glückwunsch, Franz. Das war die billigste WM aller Zeiten. Ja. Für 6 Millionen hat noch nie eine neue WM gekriegt. So viel hat keiner hingeblattert. Ja. Aufschreiben. Ich muss raus. Ich habe einen guten Freund, Rainer Schütterle, der hat hier auch mal bei diesen Blau-Weißen gespielt und über ihn habe ich ihn kennengelernt, aber ich wusste nicht, dass er wirklich so schlimm ist. Wir sind weiß-blau, sonst reicht es dann auf MSV nicht. Ja gut, also der hat mir viel von erzählt, aber das ist so schlimm. Aber ist mein Versicherungsvertreter. Nee, der macht keine Versicherung. Der Rainer Schütterle macht Versicherung. Mir hat erzählt, es wären große Vermögensanlagen bei dir. Ah, das ist an mir vorbeigegangen. Aber der konnte immer gut dribbeln. Ja. Prost. Hast du einen Trainerschein gemacht mal oder Ermi, bist du noch im Geschäft? Also machst du Ermi noch, wo du sagst, da bin ich dabei? Ist der durcheinander? Ich habe 4 oder 5 Bundesligisten trainiert. Jeden Tag. Da braucht man einen Trainerschein. Ich gehe jetzt nach Erfolg. Ach so. Darf man das? 5 Bundesligisten auf einmal trainieren? Auf einmal. Und alle standen unten. Wir haben gegen Abschied gespielt. Wir blieben drin, aber leider sind wir abgestiegen. Da wart ihr schon lange weg. Ja. MSV Weiß-Blau. War aber immer gut. Du bist nie zum MSV, du warst immer am Niederrhein, irgendwie ansässig. Ja, das hat ja damit zu tun, dass zu meiner Zeit, ich glaube, von 18 Bundesligisten waren 12 hier im Westen. Da brauchst du ja gar nicht umziehen. Ja. Und da gab es genug Vereine, aber so schlecht war ich nicht, dass der MSV mich angerufen hat. Darf ich kurz hier unterbrechen? Immer ein Schnitt in den Leberhaken. Aber jetzt muss ich. Super Verein! Da du ja Fan bist, ich muss schon sagen, wenn ich so zurückblicke, ja. Was da für Jungs gespielt haben, da sage ich mal Hut ab. Ronald Worm hatte vor kurzem Ronny Worm ist ein sensationeller Fußballer gewesen. Ja, Bernhard Dietz, Kasper Hegmann, der verrückte Holländer. Ja. Ja, der hat im eigenen Strafraum gedribbelt. Rudi Seliger, sensationeller Fußballer. Thomas Kempe. Ja. Das sind alles Jungs, an die ich gerne. Die Söhne spielen sehr gut im Moment. Ja, zweite Liga, aber. Ja, trotzdem sind sie ja. Da muss man wirklich sagen, wenn die das könnten ja. Oder hätten gekonnt, was der Bruder, der Vater konnte, ja. Dann wären sie dauerhaft erste Liga gewesen, 15 Jahre. Und das an die Zeit denke ich schon gerne zurück. Jetzt müssen wir übrigens mal. Ganz ehrlich reden und keinen Blödsinn und kleinen Scheiß. Ja. Das war eine Zeit, die war schön und die hatten übrigens auch die beste Bratwurst oder Currywurst im Stadion an der Wedau. Damals war diese Tribüne, Anfang der 80er Jahre, war eine von den besten in Deutschland. Das muss man sich das mal vorstellen. Das war die erste Haupttribüne, die richtig. In der Art gebaut genau. Wurde. Wir sind auch der erste Verein, wo zum Beispiel ein Einlauflied gespielt wird. Haben also wir gesagt? Ist der MSV, wir beide. Oh. Der Zebra-Twist ist das älteste Einlauflied, also ist jetzt, hat nichts jetzt hier mit dass du hinten raus, sondern also, weiß und blau, den kenne ich sogar noch. Und das hat kein anderer Verein vorher gehabt, ja, da hat man mit einem Lied eingelaufen, ist auf dem Platz. Ja, und einer meiner wichtigsten Trainer kam damals vom MSV,
Das war der Klaus Brose. Ich weiß nicht, ob irgendeinem der Name hier was sagt. Er war deutscher Meister über 3000 Hindernis. Der kam als Konditionstrainer zu uns. Und wir haben, wenn man verletzt war, musste man dann zu ihm nach Duisburg. Ja, der wohnt in die Sportschule. Ja, ein paar Meter von der Sportschule entfernt, hatte ein schönes Häuschen. Und ich bin, glaube ich, in meinem Leben 40.000 Mal um diese Regatta gelaufen. Und die hatten da immer so schöne... Auch unter 20 Minuten, so wie ich. Und die hatten so 250, 500 Meter, 750 fürs Rudern. Ja. Und dann hatten die da immer natürlich schon die Zeiten vorgegeben und gesagt, 10 mal 1000, 1,25, die ersten 500, 3 Minuten 1000, dann darfst du eine Minute locker traben. Und dann und du kannst auf der anderen Seite auch mal den Berg hoch. Also es war schon, es war super, aber mir hat es riesig Spaß gemacht und deswegen... Habe ich hier in Duisburg immer eine gute Erinnerung. Ich habe bei DOK Adler Duisburg, das sind zwei Plätze, DOK Adler Duisburg, BSA 2 gegenüber vom Kalkweg vom Krankenhaus. A2. War der, ja, BSA 2, Bezirkssportanlage. Erst kam Eintracht Duisburg und dann kam DOK Adler Duisburg. Der Eintracht kenne ich, da wo ja, die, wo die Tennisplätze jeder. Auch sind. Ja, wer kommt von Eintracht Duisburg? Christoph Daum, richtig. Schön. Chris. Nicht schlecht, ich hole die als Joker, wenn ich bei mir auch sitze. Christoph war die als Trainer. Christoph hatte, also ich habe ihm geglaubt. Und man sucht ja jetzt wieder einen Trainer. Hat der Nagelsmann ein Drogenproblem? Muss ich Christoph fragen, der weiß, was er da aussieht. Also damals war es ja so, dass Christoph Daum das übernehmen sollte. Mhm. Wobei ich das nicht als Problem sehe, wenn er da meint, er müsste länger wach bleiben. Aber der Nagelsmann macht auch manchmal einen überdrehten Eindruck. Ja. 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 Also das Spiel dauert länger als 90 Minuten. Ja, manchmal haben wir das Gefühl. Ja, ja. Deswegen haben die, glaube ich, auch die Nachspielzeit jetzt so erhöht. Ja. Und Argentinien spielt 120 Minuten. Ja, das war geil. Das war, und die Mittellinie fehlt. Das wusste man früher schon. Ja. Wenn du gegen Argentinier gespielt hast, wusstest du, sie sind voll. Ja. Die hast du treten können ohne Ende. Die haben keinen Mucks gesagt. Nee. Oder haben halt ein bisschen fester getreten. Haben sie einen Tag später erst gemerkt. Ja. Die Beule, die kam später. Aber normale Menschen. Wie hast du heute Kontakt zum Fußball? Guckst du nur noch? Bist du Sky-Abonnist? Nee. Abonnist war damals aus Amerika so eine Bewegung. Aha. Ich habe gar keinen Kontakt mehr. Gar nicht mehr? Du guckst auch keinen Fußball? Nee, ja. Also ich würde für Fußball jetzt nicht ein Essen mit meinen Freunden zum Beispiel absagen oder so. Echt? Ja, ist doch so schlecht geworden. So scheiße. Es ist ja kein Sport, es ist ja nur noch Klamauk. Nee, es gibt auch manche Mannschaften, wo man, wie Leverkusen im Moment, die gut Fußball spielen. Das stimmt. Ja. Es gibt welche, du hast mal in Gladbach gespielt und die versagen im Moment ein bisschen. Im Moment? Meine Nachbarschaft heult. Wo ist die Nachbarschaft? Nee, ich weiß nicht, ob hier Gladbacher sind oder was, aber ich wohne ja auch nicht nur in Duisburg, ich wohne ja auch in Hamminkeln und da sind nur Gladbacher. Ehrlich? Ja, bis auf der Essener, der Schalker. Und nee, aber, nein, ich gucke nicht mehr so viel. Aber gesagt. Dann hörst du hörst, eigentlich ist das eine ruhige Anlage, also wo ich da wohne, ja. Aber wenn Gladbach spielt, ist das schon viel Schimpferei. Also wenn Gladbach spielt, gehe ich schon mal ins Stadion, wenn die uns einladen von den Alten. Ach, bist du von Lauschepper? Ja, klar. Immer nass. Natürlich. Logisch. Nasse Kachel. Nein, ich komme gern. Und dann kann ich einen Ball für meinen Sohn mitbringen? Mitnehmen, nicht bringen. Genau, ja. Mit Autogramm mit. Ja, sicher. Ja. Und dann laden sie schon mal so ehemalige Spieler ein. Und wenn ein paar dabei sind, wo ich mitgespielt habe, dann gehen wir schon mal dahin. Aber spätestens zur Halbzeit bleiben wir dann auch drin. Zu wem hast du, außer Schüttele, zu wem hast du noch aus dem Fußballbereich noch Kontakt, wo du sagst, alles klar, das ist regelmäßig. Also ein Fußballer, den man auch kennt. Christian Hochstetter, ja. Karl-Heinz Philipsen. Die waren beim Auftritt mal. Ja. Auch sehr wahrscheinlich umsonst. Die waren Gästeliste. Ja. Bestimmt. Ja. Die gehen übers Management, da habe ich keinen Zugriff. Also Peter Winoff. Ja. Also eigentlich so Peter Winoff, der ist lustig. Ja, der hat einen Witz erzählt, den ich nicht kannte. Sonst wäre ich ja nicht mit ihm zusammen. Ja. Aber ihr seid zusammen. Ja, das war mir klar. Das war mir so klar. Das ist neu. Das ist Trash-TV hier. Ja. Aber Holger Fach und Peter Winoff sind ein paar. Also eigentlich sind es die ehemaligen, die Pokalsiegermannschaft von 95, Martin Dahlin. Und ja. Da habe ich schon guten Kontakt zu. Der wird tatsächlich einer, sag ich mal, nach Hellström, der erste Schwede, der in Deutschland tatsächlich Erfolg hatte. Ja? Der hat gar keine Ahnung.
Hellström war einer der größten Torhüter, die es gab. Also Kaiserslautern. Der aber nicht einer der ersten Schweden. Hast du gerade gesagt? Schweden dazwischen. Davor. Wer war denn noch dabei? Roland Sandberg. Mhm. Sagt dir nichts, ne? Sandberg sagt mir was. Siehste, der war nämlich mit. Der war nämlich mit Hellström in Kaiserslautern. Ah, der Roland. Ah, der Roland. Ja, der muss ich auch sagen. Ja. Du bist ja da auch näher dran, aber trotzdem glaube ich, dass ich ein bisschen durch meine Panini-Hälfte weiß. Das stimmt. Wie? Da kennst du meine Frisur von damals. Ja, du, damals hast du noch hier Bob Marley-Schnitt. Nee, eigentlich hast du ja immer kurze Haare gehabt. Warum? Stimmt doch gar nicht. Du hattest bei Panini... Als ich 16 war mit meiner Puch, mit meinem Kleinkrawatte, da hatte ich eine Föhnwelle, das waren überall Köche. Hallo, Rudi Völler hat eine eigene Seite gehabt. Kann ich dir mal zeigen? Ist das immer so? Ist das alle 4 Wochen oder wie oft machst du das hier? Jeden Tag. Ja. Nee, auf Tour ist blöd. Klar, weißt du? Stimmt. Ja, deswegen bin ich auch nicht gekommen. Stimmt. Ja, den Satz sage ich auch oft. Wir haben ja miteinander kommuniziert gestern. Ja. Und es waren Fragen eben dabei, wie läuft das denn ab und so weiter, alles klar. Bist du überrascht über das Niveau? Nee, ist höher, als ich dachte. Nein, es macht ja Spaß, aus dem Nähkästchen labern zu können. Früher sind die Journalisten immer gekommen und die haben die dir, und so ist das heute im Fußball, dann legen die dir, wenn du Trainer bist, legen die dir eine Frageliste dahin. Ja. Wenn es live ist, so wie jetzt, dann steht der Pressesprecher daneben und hat schon Schweißperlen auf der Stirn und hoffentlich sagt er nichts Falsches. Hoffentlich hat er nichts Falsches aufgeschrieben. Jetzt stell dir mal vor, du hast verloren und sagst, wir sind über 1-1 zufrieden. Genau, und wenn es Printmedien sind, dann kriegst du jede Frage nicht. Dann antwortest du, wenn überhaupt, oftmals macht der Pressesprecher, und dann wird die ganze Scheiße nachgelesen. Ja. Dann geht es zurück zum Journalisten. Dann schreibt der Journalist seinen Bericht, dann schickt er den aber zum Pressesprecher. Ja. Dann wird der korrigiert. Muss abnicken. Der muss abnicken. Also das, was da steht, ist alles... Ja. Weiß es gibt aber heutzutage Blödsinn. Welche, die nicht mehr abnicken. Und deswegen mag ich sowas hier. Hier kann ich was sagen, was ich will und so weiter. Da braucht keiner abnicken. Na, hier weiß ja auch jeder, dass das Schwachsinn ist. Ja, einnicken geht. Nein, aber ich finde, wie du sagst, zum Beispiel, also ich Trainer war Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer wäre einer der Menschen, die ich angeben würde, von den drei, die ich gerne kennenlernen würde. Dann wäre ich habe ihn mal in meinem Programm. Wie schlimm war der 11. September? ... Franz Beckenbauer Geburtstag. Ich weiß. Ja, ne? Und so. Und alle haben das natürlich mit etwas anderem verbunden, ne? Und man konnte das irgendwann mal nicht mehr hören, was da alles passiert und wer weiß was. Und dann, der 11. September, war das nicht schlimm? Franz Beckenbauer Geburtstag. Ja, fand ich damals sehr witzig. Ja. Das Publikum auch. Du. Hier jetzt nicht. Ja, okay. Aber den würde ich gerne mal kennenlernen und deswegen geht mir das auch, Uli Hoeneß zum Beispiel, der natürlich eine Bayern-Sau ist. Man muss sagen, das ist sein Verein. Er hat den zu dem gemacht, der lässt von links und rechts nicht da drankommen. Ja? Aber trotzdem ist das einer, der seinen Verein lebt. Ja? Der immer noch im Hintergrund, glaube ich, die Fäden zieht, oder? Meinst du nicht? Klar, ja, gehe ich von aus. Ja? Was hält vom Tuchel? Das ist doch auch Tuchel war mein Amateurtrainer in Augsburg. Ja, merkt man heute noch vom Reden. Da ist doch keine Sprachpolonaise, der Tuchel. Der ist ja, erste Halbzeit und zweite auch. Ja. Aber wirklich, oh, nein, das, den habe ich mal mitgenommen. Mein Co-Trainer kam irgendwann und sagte, hör mal, können wir den Amateurtrainer mitnehmen? Ich wusste gar nicht, wer das war. Ich bin 5 Wochen vor Ende der Saison nach Augsburg. Ja. Ich sagte, bitte halt uns in der Liga. Ja, okay. Und ich habe mich dafür gar nicht interessiert, wer Amateurtrainer war, das wäre später gekommen. Und wer Eigentrainer war, da kommt irgendwann mein Co-Trainer und sagt, hör mal, können wir den Amateurtrainer mitnehmen nach Dinkelsbühl? Weil wir am Weg nach Hause, jeder kennt Dinkelsbühl. Derby. Kommt Stefan Reuter her. Und ja, hab ich gesagt, okay, mach mal, kein Problem. Naja, und dann sind wir in Augsburg losgefahren, der Kollege Tuchel kam am Parkplatz. Ja. Guten Tag. Wie alt war er? Anfang 20? Nein, der war ja schon älter, war schon Trainer damals. Hör doch mal zu, Mensch. Ja, ich bin... Und dann sind wir losgefahren und sind wir gefahren. Seid ihr gefahren? Dann sind wir gefahren und dann kam Dinkelsbühl. Tschüss. Ja. Und dann war er weg. Ja, das waren die einzigen beiden Worte. Ich hätte bei Bayern schon gedacht, der wäre auch so dem Milch gegangen. Die wir gesprochen haben. Da habe ich zu dem gesagt, hör mal, hat der eine Macke? Hast du einen Kloppi kennengelernt? Kloppis, war ich mit im Urlaub. Klar, natürlich. Ich Dummerchen.
Ich habe die Wendy nicht gelesen an dem Tag. Shamjuva. Robin Oklo, Türkei. Ja, ja, bin ich aufgetreten. Ja, siehst du. Ja, auf Türkisch. Die haben sogar dich genommen. Auf Türkisch. Das ist kein Scherz. Es war aber Zufall. Also wir, klar kann wunderschöner Robinson. Klar kannten wir uns vorher schon. Ein oder andere Mal haben wir gegeneinander gespielt. Ich glaube, einmal, das war aber ein Pokalspiel. Die waren ja mal zweite Liga, Mainz, zu meiner Zeit. Und einmal hatte, glaube ich, haben wir, glaube ich, gegeneinander gespielt. Und die haben auch nie geschafft, aufzusteigen. Genauso wie wegen Klopp. Hessen-Kassel. Deswegen bin ich ja auch ein bisschen so, nicht nur wegen Sören, sondern auch, die haben nie geschafft, die war der ewige Verein, der nicht aufgestiegen ist. Die haben immer es verpasst. Nee, war mit Jörg Berger waren die doch, glaube ich, mal aufgestiegen fast. Ja, oder nicht fast? Ich meine schon. Aber der hat die trainiert. Der hat sie trainiert. Toller Typ übrigens. Ja, ja. Aber das ist irgendwie so, die haben es auch nie wirklich so mal geschafft. Wie, so wie du. Und ne? So. Ja, so wie ich. Ja, auch zweimal Konkurs. Er war stets bemüht. Kassel ist wie MSV zweimal in Konkurs. Auf Wiedersehen. Aber der MSV aber öfter, oder? Nee, zweimal. Nee. Muss auch reichen. Ah, nee, Uerdingen habe ich jetzt gelesen. Vierte Mal. Die wollen jetzt das fünfte Mal machen. Wir haben wegen 300.000 Euro damals und Dortmund hatte, glaube ich, 300 Millionen Euro und sind drin geblieben, weil irgendeiner gesagt hat, lass sie drin. Ja. Ist das fair? Ja, das kommt drauf an, wenn du fragst. Ja, ganz genau. Der. Nein, es ist halt so, ne? man ist seinem Verein verbunden. Wir sind Duisburger und dann ist man halt dem MSV verbunden. Was ist dein Lieblingsverein innerlich? Ist es Gladbach? Ist es Düsseldorf? Ist es Uerdingen? Hast du keinen? Nee. Der ist gut. Ehrlich jetzt nicht. Weil ich meine, hat doch einen Lieblingsverein. Nee, habe ich wirklich nicht. Echt nicht? Auch nee, nicht international englischer Verein, den du gern siehst? Crystal Palace. Entschuldigung, bin ja kältet. Aber nein, das hängt ja in erster Linie. Wenn da eine Frau wäre, wäre sie kältet. Sie kältet. Das hängt ja viel mit den Leuten zusammen. Also wenn ich jetzt die Mannschaft nehme, dann muss ich sagen, Uerdingen und Gladbach klein bleiben. Das waren beides mal tolle Jungs, die zusammengepasst haben. Das ist ja wichtig. Ja. So, dass wir, heute ist ja nur noch, ach, so viel Spaß. Wir reden ja nicht mehr von Arbeiten, Fußball ist ja keine Arbeit mehr. Ja. Aber da passte das Gesamtpaket. Aber warum magst du den Fußball von heute nicht mehr? Bitte? Du hast eben gesagt, dass du dir heute den Fußball so nicht mehr anguckst. Warum magst du das nicht mehr? Na, erstmal habe ich keinen Bock mehr, ein Fußballspiel anzugucken, wo der Torwart 120 Bälle zurückgespielt kriegt. Ich möchte auch kein Fußballspiel sehen, wo keiner mehr flanken kann und köpfen kann. Wo wir nicht einmal Richtung Grundlinie gehen, sondern uns immer wieder umdrehen, andere Seite mitnehmen. Du guckst und MSV-Spiele? So, und das ist mal das Erste. Ich mag auch, ehrlich, ich habe keinen Bock auf Menschen, die sich einen Friseur freitags vor dem Spiel aus London einfliegen lassen. Ja. Ich habe da keinen Bock drauf. Und ich kann mich erinnern an, ich glaube, Leroy Sané war es. Der kam mal mit einer Jacke für 30.000 Euro zum Training. Und so. Wir haben auch früher viel Geld Mannschaft verdient. Mitbezahlt. Nein, jetzt mal ohne Blödsinn. Manchmal muss man mal ein bisschen vernünftig sein. Ja, aber für die fällt dir schwer, Mannschaft mitbezahlt. Ja, kriegen wir manchmal mitbezahlt. Und wir haben auch früher viel Geld verdient im Verhältnis. Ganz klar, keine Ahnung. Keine Frage. Aber ich stelle mir vor, was meine Mutter gemacht hätte. Ja. Sehr wahrscheinlich hätte die mir links und rechts einen runtergehauen, bildlich. Und gesagt, hör mal, hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank oder was? Hat meine Mutter so bin ich nicht erzogen worden und ich möchte mit solchen Spielern, Menschen nicht mehr arbeiten, wo ich nur mich verkaufen muss. Ja. Wo ich als Trainergespräch jetzt, wo ich für Dinge gerade stehen muss, die ich überhaupt nicht zu verantworten habe, die ich vielleicht intern ganz anders wollte, aber ich habe sie nicht durchbekommen. Ich wollte immer mit meinen Freunden abends in so eine Kneipe gehen und kickern und ein bisschen Karten spielen, als mit irgendeinem ahnungslosen Journalisten über Fußball reden, irgendwo in einem Restaurant. Das sind so Dinge, wo ich gesagt habe, Holger, sieh zu, dass du so schnell wie möglich unabhängig wirst. Ja. Das habe ich relativ schnell geschafft. Und als dann meine Krankheit, ich habe vor 10 Jahren Lungenkrebs gehabt, dazu kam, habe ich gesagt, okay, das ist dann der Grund, warum man auch jetzt komplett sagt, Ende aus. Sonst hätte ich es vielleicht noch so ein bisschen laufen lassen, was so nebenbei reinkommt. Ja, was so ohne Problem, ruft die einer an und sagt, kommst du mal da? Ja, dann machen wir das noch 1,5, 2 Jahre, wirst eh nach 6 Monaten rausgeschmissen, kriegst du dein Geld direkt. Ja, ne? Ja das ist bei vielen Dingen. Ja. Das kann man jetzt, man kann das auch ein bisschen als übertrieben ansehen, aber letztendlich ist das die Wahrheit. Ne?
Und dann habe ich für mich gesagt, weißt du was, nee, ich mache gar nichts mehr. Und ich habe seit 10 Jahren die schönste Zeit meines Lebens. Wenn du das so genug, sagen wir, Kohle auf die Seite gebracht hast. Ich mache mir zwar immer Gedanken, ob alles in Ordnung ist und so weiter, aber vom reinen Leben her habe ich die schönste Zeit meines Lebens. Ja, aber wenn du genug Kohle auf die Seite gebracht hast, du kannst davon leben, ohne jetzt großartig nochmal Bewegung, dass du irgendwie Trainer wirst, oder weißt du, ist das völlig in Ordnung. Ja. Ich kümmere mich um meine Mutter. Ja. Sie ist viel schöner als jedes Training. Ja. Wenn du mit der alten Dame einkaufen gehst. Ja. Und dann wundert sie mich immer wieder, wie clever sie noch ist. Hat die dich auch vor dieser Sendung gewarnt? Sehr wahrscheinlich kommt die nach Hause und sagt immer, das warst du doch nicht, oder? Das ist das Schöne, bei meinen Eltern auch. Meine Eltern waren in der Mercator-Halle und haben mir beim Auftritt zugeguckt, wo wir jetzt die CD aufgenommen haben. Und ich mag das einfach. Ich sehe sie und ich sehe sie in der ersten Reihe da sitzen. Und mein Vater erklärt ihr immer noch irgendwelche Witze und meine Mutter sagt, habe ich verstanden? Und du siehst natürlich die Sonnenbrille. Und bei den Witzen unter der Gürtellinie, wer erklärt da wem was? Ich habe keine Witze unter der Gürtellinie. Ja, okay. Kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre für mich neu. Aber meine Mutter, wo du dann eben gesagt hast, ich habe Domanis bekommen. Da waren Stiefel bei uns. Das sind Stiefel. Ende der 80er waren die total in. Ne? Man konnte, und ich habe mir normal. Wo war ich denn da? Da warst du wohl unterwegs mit dem Schütterle. Nein, aber es hat jeder am Jugendheim und so weiter, hat er mit Domanis für die Diskothek angehabt. Okay. So, und meine Mutter, 98 Mark haben die damals gekostet in der Stadt. Und ich bin direkt damit über den Schotter gelaufen, damit die nicht neu aussehen. Ah, und klar. Da sagte meine Mutter auch, tickst du noch sauber? Ja. Sag, die dürfen nicht neu aussehen. Das war wie mit den Jeanshosen, die ein bisschen zu weit war in die Badewanne. Ja, der ist so. Ne? Wenn du einen Furz lässt, muss die Hose schon unten liegen. So. Das ist so. Du musst die Werte natürlich schätzen lernen, aber du musst auch beide Seiten der Medaille natürlich kennenlernen. Deswegen bin ich froh, dass ich mit 41 diesen Job erst gemacht habe. Ja, du hast ja 41. Mit 41 habe ich erst diesen Job gemacht, den ich jetzt gerade mache, diese Laberei mit dir. 30 Jahre jetzt. Ja, jetzt 30 Jahre. Jahrgang. Ja. Aber du hast ja auch, Ermann, wo hast du, sag ich mal, zum ersten Mal die Fußballschuhe geschnürt? Bei welchem Verein? Es gibt ja immer diese Spendendinger, dass du sagst, ich will meinem alten Verein nochmal was geben. Oder irgendwie sowas. Welcher Verein wäre das gewesen? Das war bei mir Bayer Wuppertal. Also ich glaube nicht, dass Bayer Geld braucht. Nee, aber, seit Uerdingen. Ja, das war das so. Und ich kann mir, mein Vater war ein riesen Fußballfan. Ja. Der war übrigens, als der Wuppertaler SV in der Bundesliga spielt, war der Betreuer dieses... Schlechteste Stadion der Welt. Ja, ich bin da mal runtergerollt, weil ich eine Fahne aufhängen wollte. Komisch. Mit scheiß Radrennbahn da. Die ist aber nicht mehr. Nein, zum Glück. Nicht mehr. Nee. Und, aber man kann immer noch auf eine Wiese sitzen an einer Ecke. Da war der Betreuer. In Wuppertal, da habe ich schon mal mit dem Günter Pröpper, wird vielleicht Joachim Hopp auch sagen, habe ich so ein paar Bälle in den Nähe geschossen, war ich kleiner Junge, war ganz stolz. Aber die haben mich und mein Vater hat mir damals, ich weiß nicht, woher, so Sonderanfertigungen vom Fußballschuhen von so einem Schuhmacher machen. Ich glaube, ich war 3 oder 4. Ja. Und dann muss ich wohl, ich kann mich ja nicht daran erinnern, da rumgekickt haben und die Bälle durch die Gegend geschossen haben. Und ja, so, das waren so die Anfänge. Ja. Ja, und dann bin ich mit 16 nach Düsseldorf gegangen. Konnte aber noch nicht fahren. Hat mich mein Vater 4-mal die Woche nach Düsseldorf gefahren und zurück. Aber der war doch total stolz, 100%. Ja, das war super. Und ich habe ihm das vielleicht zu wenig gezeigt. Aber so ist das wohl als Junge. Der hat auch geschimpft. Mit seinem Vater. Der hat auch gesagt, Nee, der hat sich. Mein Vater hat immer mal gesagt, oh, den hätte ich mal machen müssen. Bei dir kann ich das verstehen. Ja gut, ich habe ja nicht gespielt. Nein, ich habe tatsächlich ganz gut Fußball gespielt. Ja, ja sagen alle. Ja, aber jeder ich war eine faule Sau. Ja, sagt auch jeder. Und dann, als das mit den Mädchen losging, da war es ganz vorbei. Ne? Nee, ich hatte zu Scheiß, viele. Den Scheiß, ja. Da den war Scheiß für mich, höre ich immer. Nein, da war Sport. Ja. Nein, aber war bei mir so wie bei Cool Runnings. Aber ist wirklich so. Jeder, der nicht geschafft hat im Fußball, sagt, ja, und dann hatte ich da eine Verletzung, als ich jung war, dann fing er mit den Mädchen an. Nein, ich wollte das auch gar nicht. Ich habe noch nie einen gehört, der gesagt hat, ich konnte nichts. Nein, ich wollte das gar nicht. Sag es doch endlich. Ich konnte alles. Ja. Ich hätte dich in eine Telefonzelle ausgespielt. Sicher. 100%ig. Ja, klar. Ja, aber du hättest gegrätscht, du hättest rot gekriegt, aber ich wäre verletzt gewesen. Ja. Für immer. Nein, aber ich fand das einfach so, sag ich mal, Bezirksliga, Kreisliga A und so weiter, fand ich noch übersichtlich. Obwohl es je höher ging, Landesliga war viel einfacher zu spielen als
wo du dann hinter eine Hobbymannschaft gegründet hast. Ich habe, als ich noch Profi war, nebenbei Mannschaft trainiert, dann sie ja auf der Asche. Ja. Wir hatten einen, das darf ich sagen, hundertprozentig darf ich das sagen, weil ich zu dem Jungen noch super Kontakt habe und was auch mal so ein bisschen die Einstellung zeigte. Jetzt war in Wuppertal, ich komme aus Wuppertal, da ist schon mal Schnee. Ja, wenn das vielleicht kennt und dann... Kokain, meint er. Ist auch schon mal Regen. und dann hatten wir einen Torwart, den wir holen. Da haben wir einen Torwart gehabt. Hatte extra. Der war schnell auf Linie. Und der war unser Ersatztorwart. Da haben wir zusammen, es gab auch im Amateurfußball so Ablösungen, haben wir jeder 20 D-Mark gegeben, konnten wir den für 400 Euro kaufen. Und der Junge hatte eine riesen Einstellung und der spielte in der gehörlosen Nationalmannschaft. Ja. Im Tor. Und war bei uns nur zweiter Tor. Der hat sich reingeworfen, das war unglaublich. Und dann war mal wieder so ein Winterabend in Wuppertal. Ne? Ja. Keine Sicht auf dem Sportplatz, Schneetreiben, Asche. So hoch Schnee und Matsch drauf. Und dann kennt ihr dann vielleicht, wer vielleicht mal gespielt hat als Torwart. Da saß dann hinterher aus, wenn du reinkamst, hast du eine Hose angehabt, die war 8 Kilo schwerer als vor dem Training. Frotte. Und dann stand er so da, gehörlos. Wir können ein bisschen reden. Trainer, meine Hüte sind genauso taub wie meine Ohren. So. Er hat gesagt, Trainer, meine Füße sind genauso taub wie meine Ohren. Ja. Ich wollte dann sagen, habt ihr das Sendung. Und die ganze Truppe hat gelacht und der mit und so weiter. Und das ist das, was ich im Fußball vermisse oder immer in diesem Profifußball vermisst habe. Ja, ja, dass Mama da so eine Scheiße gezählt hat, dass Mama so viel Spaß gehabt hat und aber trotzdem richtig sich reingeworfen hat. Wer war der größte Arschloch, was du kennengelernt hast im Fußball? Oh, nee, das sag ich jetzt nicht. Jetzt nicht aus der Jugend. Das sag ich nicht. Echt nicht? Nee, das mach ich. Kenn ich den? Ja, klar, kenn ich den. Echt den, Matthäus? Nee, Lothar ist... Nein. Boah, ich bin einmal für den aufgetreten. So was Arrogantes habe ich noch nicht erlebt. Hör mal. Das glaube ich nicht. Aber der hat irgendwie einen Preis gewonnen in Köln. Der hat nicht gegrüßt, gar nichts. Ja, der kannte dich nicht. Nein, ich bin für ihn gerade aufgetreten. Der kannte dich nicht. Ich bin für ihn aufgetreten. Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ich bin für ihn aufgetreten. Ja, vielleicht war er da. Bist du gerade Torwart in Wuppertal? Da war er. Hör mir zu. Aber wo ich total stolz drauf war, ich habe Erich Ribbeck kennengelernt. Geldklasse-Typ. Ja, und den Satz komplett auswendig. Der guckt ja, ich kann den gar nicht mehr auswendig. Ich habe Erich vor 2 Wochen gesehen. Weltklasse. 86, der war so toll. Armin Fee kennengelernt an dem Abend. Und das hat Lothar weggemacht. Für mich, das war mir dann scheißegal. Ich habe die beiden kennengelernt und das war wichtig. Erich ist überragend. Ja. Total in Ordnung. Ich weiß nicht, ob Matthäus du Lothar... war an diesem Tag einfach nur... Vielleicht hast du einen falschen Fuß. Ich will ihm die Hand geben. Der guckt mich an und dreht sich so um. Ja, und ich bin gerade aufgeregt. Ich gehe von der Bühne runter. Wie Giovanni Zarantelli oder wie heißt der? Der ist auch aufgetreten. Den hat er auch nicht gegrüßt. Ja, der hat irgendeinen Preis gewonnen. Was weiß ich, 10 Jahre unfallfreies Essen. Was weiß ich, was der da gewonnen hat. Der war so begeistert. Und der war so begeistert, dass er mir alles hat gefeiert, nur Matthäus hat seine Passion gesungen. Soll ich jetzt noch was dazu sagen? Sag mal was über Matthäus. Jetzt muss siehst du, es fällt nichts Gutes ein. Du kannst arbeiten, dran, wie du willst, es gibt nichts Gutes. Ich kann über Lothar nichts sagen. Da ist ja Diem. What? Der sagt immer Diem. Ja, weiß ich, ist ein Franke. Ist ja Franke. Mein Vater ist Franke, der sagt auch nicht Diem. Nee? Nein. Was sagt der denn? Das ist Franke. Team, da ist ein Team. Nee, das sagt er nicht. Jetzt im Moment nicht. Ja, das ist, weil der jetzt seit 50 Jahren hier im Pott wohnt oder so. Alle, ich habe in Franken von der sagt, mir. Der sagt, der ist Franke, der ist mit 3 Jahren hier rüber. Mein Vater, nicht ich. Ja, meine ich doch, mit 3 Jahren ist der Vater hier rüber. Jetzt sagst du, der ist Franke. Der war 4. 4. War eine schlimme Zeit damals. Ja. Also nochmal. Über meinen drüber. Ich kann über Lothar nichts Negatives sagen. Super, kannst du ruhig. Super Mannschaftskamerad. Nee, super Mannschaftskamerad. Und super wer war der Arschloch, wo du nochmal nichts sagen wolltest? Jetzt mal ohne Blödsinn. Solche Sachen würde ich nie machen. Nein, mach das auch nicht. Zwei Fehler. Wie heißt ein der? Fehler gemacht. Ja, ein Fehler. Einen zuerst. Ich habe die ganzen lustigen Sachen in meiner Karriere nicht aufgeschrieben. Schreib doch mal eine Biografie. Es wäre ein Weltbestseller geworden. Ja. Was wir an Schwachsinn erzählt bekommen haben, was wir an Blödsinn gemacht haben. Was ich höre Spielberg raus. War unglaublich. So. Und im Zuge dieser Geschichte mit Aufschreiben könnte ich ja auch 150 Ehen Olaf kaputt Thun. Machen. So, das ist einfach so, was Olaf man Thun. Alles weiß, aber das macht man nicht. Olaf Thun? Bitte? Richtig, nein, danke. Nein. So nämlich. Nein, da hebe ich 3 Finger hoch, nein. So. Hör auf!
Ich hab sie beide schon, Matthias und Ton. Was willst du denn noch hören? Einen, der immer lacht. Der immer lacht. Immer grinst. Der, wenn ich rumdrehe, das Messer reindrückt. Oh. Und in der Öffentlichkeit ganz toll ist. Ich sag's aber nicht. Ich sag's dir gleich. Ist es Brad Pitt? Nein, der soll auch noch sein. Josh Clooney. Josh Clooney soll auch kein Fußballer sein. Boah, an den Typ, wenn ich nur an den Typ denke, kriege ich schon kratzen. Gibt so Leute beim Interview, die dann da reinlächeln und nach hinten raus nicht? Sehr viele. Echt? Sehr viele. Deswegen aber die, meinst du nicht, dass die Massen die jetzt am Radio... Die kommen am weitesten im Fußball. Ja, weil sie mit dem Strom schwimmen. Ist ja in unserer Gesellschaft meistens so. Ja, bei mir nicht. Ich kann nicht einfach. Ich bin aus Duisburg. Du bist also polyvalent. Ja, von mir aus auch bis Rumänien. Hat er polyvalent, hat er... Polyvalent hat der Evalin immer gesagt. Ich glaube, die meisten Spieler wussten gar nicht, wer das ist. Naja, er hat das aufgeschrieben. Ja. Aber Ewald war auch der Boris Becker des Fußballs, bei Interviews. So was merke ich mir immer, wenn einer viel Ass macht. Beim Stoiber haben sie das immer gesagt. Der war Fußball. So schlecht. Ja, aber schau dir mal die junge Generation. Ja. Das sagt keiner was. Viel voll gut. Ja. Brauchst nicht Untertitel. Ist ganz einfach. Ja. Wir haben heute hier. Wie geht's hier? Ist das nicht schön, wie deutlich wir hier sprechen dürfen? Mhm. Wie hieß der nochmal? Den du nicht so magst. Ich will dich nicht in die Ecke drängen. Nee. Aber du kannst den Namen irgendwann mir sagen. Alleine. Ich werde auch nicht weiter. Wie heißt der? Echt, Rummenigge? Nein. Ich glaube, Karl-Heinz Rummenigge geht einfach den Weg mit. Er ist halt Lippstadt und Matze Knob kommt aus Lippstadt. Ich weiß. Matze ist in Ordnung. Matze ist super in Ordnung. Super in Ordnung. Der ist wirklich super in Ordnung. Welchen Klasse ist der? Ich war mit ihm bei der WM 2018. Ja. Da haben wir eine Menge Spaß gehabt. Boah, glaub mir, wir treten bald wieder in der Lanxess Arena auf. Ende Oktober. Der ist einfach nur mit wer dem. Wer ist noch dabei? Guido Kanz. Und mit dem spiele ich schon mal Fußball. Oder habe ich früher. Jetzt spiele ich nicht mehr. Wie hat der dich genannt? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe selber. Der nennt der zum Beispiel, das ist der Heizungs-Olli. Weißt du, was das geil ist? Oder das ist der Holz-Karl. Ja, der nennt Leute mit dem Beruf immer. Ne? So hat er sich Namen gemerkt. Der spielte mit in einer prominenten Mannschaft, ja. Wo sonst nur ehemalige Fußballer waren. Wolfgang Overath und so weiter. So. Ja. Und auf einmal fing der an, dem einen oder anderen zu sagen, was er machen soll. Ja, macht er heute noch. Da habe ich gesagt, hör mal, mein Freund. Du weißt, was du hier machst, ne? Ja. Ne, ja. Du spielst gerade mit den nächsten Einsätzen. Da kommen nämlich keine mehr, wenn du so weitermachst. Ja. Das muss ja mal. Aber wenn er auf den Platz gehst, wenn er auf den Platz gehst, dann schaltet doch alles und dann ein bisschen konzentriert. Ja, dann bist du schlecht, wenn der Kopf abschaltet. Richtig. Richtig. Ja, hast viel gesagt, nachgedacht. Ne? Bist du nur zu beleidigen hier? Oder? Ja. Deine Männer schon mir gesagt. Gib dem mal richtig Feuer. Du beleidigen sollst? Ja, gib dir mal richtig Feuer. Ja? Ja. Mach die auch so immer. Schwer. Ich nenne Geld. Schwierig mit dir. Wer war das? Was? Das manchmal verstehe ich nicht. Nein, es gibt ja Leute, die lernt man so kennen. Ja. Punkt. Punkt. Und dann denkst du, manche sind auch so, du hast eben zum Beispiel einen Duisburger Spieler genannt, der nicht in Ordnung ist. Ich? Ja, wer? Bei denen die Ex war beim MSV und ich sage, das ist Rudi Seliger, das ist ein Arschloch. Das kann, weiß ich nicht. Ja? Ich habe nur gesagt, ein super Fußballer gewesen. Ja, da, bestimmt. Aber sonst kann ich zu denen mit sagen. Den Fans immer schlecht. Alle, die damals schon Fans waren, haben gesagt, also, das ist der, da kriegst du kein Autogramm oder der schickt dich weg und wer weiß. Ja, da kennst du mich besser. Ich kann zu denen nicht sagen. Bernhard Dietz immer auf die Leute zugegangen ist, Ronald Worm damals und so weiter, wunderbar. Ja, ja, ja. War super. Mann, der Heavy Metal halt. Hallo. Ja. Ne? Bernhard war super. Aber ich sag den Namen. Jetzt bist du dran. Du willst dich ja nur beliebt machen bei den Fans. Nein, ich möchte Informationen rüberbringen. Nachdem du mich hier eine halbe Stunde beleidigt hast, kannst du mal was unter Dach und Fach bringen. Also was Fachmännisches dazu sagen. Fachwitz.
Tausendmal hast du, du hast gesagt, seit 40, 50 Jahren hörst du, wie alt bist du jetzt, 70? Vorige Woche geworden. Kennst du unser erstes Gespräch und im Leben weißt du nicht unseren ersten Satz? Im Leben weißt du das nicht. Nee, das weiß ich nicht mehr. War das so ein Jahr her oder so? Da. Was? Ich kam von einem Spiel vom Rummeln. Ach, kam ja. Ich. Oh, nee, und habe dich gesehen. Es gibt Sachen, wo und ich sage, deine Ex hat ein Tor geschossen und du hast gesagt, welche? Jetzt kommt das Schlimme. Nein. Das stimmt. Aber da weißt du, ist über 10 Jahre her. Ja, tatsächlich. Da haben wir uns erst mal gesehen. Auf diesem komischen Platz. In Homberg. Homberg, ja, ja. Ja, da genau. Da war eine Tribüne. Ja, genau. Da war der erste Mal. Ja. Da kannte dich noch keine Sau, oder? Kannte mich selber nicht. Also Tor, die Linda hat keine Tore gemacht. Also nicht so viele. War dann Inka, ne? Linda hat bei, ich weiß nicht, ob die beim Ronny noch arbeitet, ist mein letzter Steuerberater gewesen. Er arbeitet auch nicht mehr da. Nee. Er hat aber beim Linda kannte ich vom Steuerberater. Ja, aber dann war es Inka. Das war Inka. Die das Tor geschossen hat. Die, natürlich, Martina hat zu der Zeit nicht mehr bei Rome gespielt. War eine geile. Ja. Also ich muss sagen, man steckt nicht drin. Überragende Zeit. Ja. Das war natürlich, als das rauskam. Aber mit Lira Baramay haben wir so gefeiert. Weltklasse. Ja, die war so locker. Die echt. Waren alle geil. Ja, alle in Ordnung. Hör mal, die lachen mehr als bei dem Comedian, der hier eben gesessen ja, hat. Ja. Was hast du denn für Markus Krebsi ist der. Nein, aber das war eine überragende Zeit. Die haben richtig Spaß gemacht. Und etwa, die haben komischerweise zum MSV gewechselt und danach ging nichts mehr. Ja, MSV hat die damals übernommen, aber bei Ruhl war es noch dann war es doch 10 Jahre später. Aber ja, aber da so, haben wir uns zum ersten Mal gesehen. Das kann sein. Jedenfalls habe ich es ja auch schon gesagt. Warum erinnere ich mich daran und du nicht? Weiß ich nicht. Warst du damals bekannt? Sehr wahrscheinlich war ich im Tunnel. Der alte Tunnelblick. Hat man ja oft bei Damenfußball. Das war super, als das rauskam mit Inka. Ich hatte ganz guten Draht so zur Bildzeitung. Jetzt dann kannst du ja einen Schweizer Urlaub machen, wenn du willst. Ist super. Ja, Zürich ja. Ist toll. Die super. Macht das gut. Ja, weiß ich nicht, die macht das gut. Ja, die Schweiz war ja früher ja, klar. Auch, sag ich mal, so eine hat er nicht Zone. Verstanden. Hat er mich wieder beleidigt? Gut, dass ihr es verstanden habt. Warum geht's? Ja, na, pass auf, jedenfalls ruf mir die Bildzeitung an und sagt, Holger, wir können das nicht mehr zurückhalten. Was denn? Haben wir auf doof gemacht. Ja, mit dir und Inka Grings. Verstehe ich nicht. Zwei Nationalspieler. Und, naja. Ich war allein, ich so, leg mir mal, spring doch. Ja. Okay. Haben mir aber nicht gesagt, wann. Und zu dem Zeitpunkt, eine Woche später, fliege ich nach Spanien. Ich habe gerade in Spanien gebaut da, das ist 20 Jahre her bald. Und dann muss man immer so nach Baufortschritt, guckst du mal, die haben gebaut, bezahlen, die haben gebaut, bezahlen. So. Und das war die Zeit, als es nur die Zeitungen umsonst ging, gab in den Fliegern. Ja. Und beim Einsteigen. Und ich hatte so, naja, gedacht, okay, wie immer gehst du als Letzter rein, hast nur Handgepäck, brauchst du nicht so lange warten und so. Und so war das auch. Du musst alle Zeitungen mitnehmen. Bist durch den Flieger und alle Zeitungen auf, erste Seite, ich drauf, Inke und alle Leute. Das war schön. Du bist da durch den Flieger gelaufen, das war ja, richtig geil. Ja, ich bin der Pilot. Ja, ja. Okay, so Dinge passieren auch. Ich habe das nie so ernst genommen. Aber es war eine überragende Zeit, hat Spaß gemacht. Aber ist auch schön, wenn Leute ein Foto von sich machen und du siehst, sie machen kein Foto von sich. Naja. Na, du sitzt dann da irgendwo und dann machen ein Foto und dann machen die so. Ja, ja, und dann war sag ich, ja. Junge, frag mich doch, kannst genau. Du ein Bild machen? Nee, dann bist du doof. Kennst du das ja. Nee, ach, ist ein komischer nicht. Typ. Ja, ja, nein, so. Aber ist halt, es gibt welche. Na, ich finde es ganz geil, wenn die Leute, du stehst an der Theke und so, und 3 Meter weiter spricht einer extra ein bisschen lauter, damit du ihn hörst. Ja. Und dann habe ich, wenn das mal passiert, so, hör mal, Sie können ruhig direkt mit mir sprechen. Ja. Der macht aber so. Fach. Genau. Fach. Ne? Krebs. Krebs, ne? Ja. Und dann sagst du, ja. Ja, ich bin's, ja. Und dann ich. Guckst du aber extra nicht dahin. Entschuldigung, habe ich voll gesagt. Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Mir wird warm. Darf ich mal kurz ausziehen? Natürlich. So, wir haben schon genug Elend gesehen. Ja. Oh, Fred Perry. Was? Ja. Ist das nicht Fred Perry? Das ist Fred Perry. Den kennst du doch nicht mehr. Ich habe mit dem mal gegolft. Na, ich weiß wirklich nicht. Ich weiß schon, dass das wohl da das Ding nicht. Fred Perry ist ein Tennisspieler.
Tennisspieler. Der hat ja gar keine Ahnung. Ich habe gar keinen. Ich hole dich als dann, wenn Phil Perry ist ein ganz bekannter Tennisspieler. Ich glaube, dieses Ding. Ja, wie Adidas. Hat ihm irgendwie jemand geschenkt und dann hat er das für seine Firma genommen. Ich weiß es auch nicht genau. Seitdem hast du das an? Seitdem habe ich das an. Ich glaube, in den 20er Jahren. Ja. Wer war jetzt der Typ? Perry. Ich hasse Fred Perry. Nein, aber es ist tatsächlich so, wenn irgendeiner dich filmt oder macht irgendwann. Warum? Ja, bei mir passiert. Nee. Also ich bin ja drüber weg, mich kennt ja kein Schwein mehr. Ja, also außer die Älteren. So. Wir haben keine Älteren hier. Nee? Ach, doch, einer. Einer. So, und von daher. Ich hab ja mehr junges Publikum. Ja, ja. Meine Mütze. Boah. Holger, was machst du jetzt im Moment? Gar nichts. Außer hier zu sitzen? Ich mache seit 10 Jahren gar nichts. Wirklich? Das ist kein Schmeißer? Du machst ja wirklich nichts? Ja, gar nichts. Weißt du, dass du aussiehst wie Clint Eastwood? Ja, weiß ich. Früher haben sie mir gesagt, auch Sting, aber... Na, so ein Mischung-Bob. Aber was wäre das denn, wenn Police singt wie jemand, der im Western spielt? Aber der ist schon geil. Beide. Sting und beide. Clint, beide. Boah, cool. Nein, ich mache schon ein bisschen was. Aber ich mache im Grunde genommen seit 10 Jahren das, weil ich damals gesagt habe, jetzt ist Schluss, Feierabend. Seit 10 Jahren mache ich das, was mir Spaß macht. Ja. Und ich habe eben gesagt, ich kann viele Leute nicht oder sag mal viele Ich finde Puzzeln ja auch gut. Ja, das mache ich aber nicht. Man muss halt nur wissen, wie man sich beschäftigt. Ja. Und das gelingt mir, glaube ich, ganz gut. Ich mache eigentlich fast nur noch Charities, also viele Charities, um Geld für notleidende Künstler. Ja, genau. Danke nochmal. Um Geld für Menschen einzusammeln, die es brauchen. Und wir haben zum Beispiel vor 2 oder 3 Jahren, das sind die GoFus, golfende Fußballleister, und wir bauen... Schütterle ist dabei. Genau. Ja, auch. Hintere Reihe, also handicap-technisch. Nein, das ist Quatsch, das spielt schon gut. Und wir sammeln halt Zahlungen, Abschlag. Und wir bauen Fußballplätze für Kinder, so klein oder Spielplätze und renovieren und so weiter. Ich glaube, wir haben in 15 Jahren 280 so Bolzplätze gebaut. Ja. Meistens in den Gebieten, wo... Wie nennt sozial man das schwach, heute? Kann man so sagen. Sozial schwache ja. Menschen. Ich glaube, wir haben in Duisburg allein 6 oder 8 schon gebaut. Wir sind nicht sozial schwach. Nein, nein. Und vor 2 Jahren, oder vor, nee, das ist schon länger, vor 3 Jahren haben wir dem Peter Maffay auch einen geschenkt in so einem Kinderdorf in seinem. Und dann ja, sieht man zu, dass man für solche Sachen so viel Geld wie möglich einspielt. Und es macht uns Spaß, weil wir halt viele Leute wieder kennen. Und ich habe eben gesagt, ich habe natürlich auch mal den einen oder anderen Fauxpas drin. Ich habe dann zu einer Frau, die neben einem Bekannten von mir stand, und gesagt: Hast du auch schon mal Sport gemacht? Ja. Da sind ja nur Sportler da. Ja, sagt sie. Sag, wie heißt du denn? Ja, Katrin. Katrin? Ja, Katrin. Krabbe. Ja. Und ich sag zu der, sehen Sie, da hinten lachen, Sie kennen den 100 Meter Weltrekordlerin, ich glaube, Olympiasieger. Und ich sag zu der, hast du auch schon mal Sport gemacht? Aber wir verstehen uns gut. Mit wem bist du hier? Ja. Und das sind die Sachen, die ich mache. Ich reise viel, ich lebe entweder hier oder in Spanien und mache solche Sachen wie mit dir. Ich hoffe, dass du noch viele Jahre das Leben so genießen kannst, wie im Moment. Ja, das ist, war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich bin froh, dass ich dich angerufen habe, dass du heute auch Zeit hattest, hier hinzukommen. Ja, einen riesen Applaus für Holger Fach. Dankeschön. Und ich hoffe, dass wir weiter in Kontakt bleiben. Ja, klar. Ja? Wann, wenn du mal zum Auftritt kommst, kannst du vielleicht auch dann zwischendurch mal sagen, das war gut. Und du sagst mir den Typen. Also für alle Leute, das Leute, macht mich bekloppt. Für alle Leute kennen, draußen, für alle Leute draußen, es war gut. Wir haben keine Leute draußen. Hörer draußen. Ah. WDR, ich kann mir nur hier uns noch ein bisschen WDR Scheiße 4. erzählen. Wir können noch, ich hab nee, Zeit. Die wollen ja zumachen. Ach du. Oh, ich höre jetzt Ja, die sind auch schon sauer auf dich. Ja, nein, das ist ja so, wir haben eine begrenzte Sendezeit und du kannst ruhig noch was erzählen. Ich bin ja hier, wenn was ist. Du hast nämlich vorher gesagt, Ansgar Brinkmann kam bei mir nicht zu Wort. Warst du das? Hat der das gesagt? Auf jeden Fall, Ansgar Brinkmann war, und der labert ja nur. Ach, nee, echt? Aber, ach. Ne? Und der kam nicht, der, ich glaube, 2 Sätze hat er nur gesagt. Weil der, ja, aber. Wie? Grün. Echt? Ja, wirklich. Dafür hast du viel gelabert heute.
Naja, ich bin halt polyvalent. Ja, habe ich von gehört. Wer ist der Typ? Macht euch das nicht auch bekloppt? Ist das nicht so unfair? Man bezahlt hier, die bezahlen hier ungefähr 90, 100 Euro für ein Ticket. Und jetzt haben sie das erste Mal einen Prominenten gesehen oder gehört, der hat nicht sagt, was die anderen, weil er sich. Nein, du brauchst ja auch nicht sagen. Nein. Wir sagen jetzt dem Techniker, der macht aus. Dann wissen nur wir das. Ja, ja. Genau. Ja, ja. Aber es wird mich tatsächlich, mal abgesehen davon, es gibt überall Säcke. Ja. Ja, und man muss auch den ersten Wer ist denn der größte Arsch? Wer ist denn der größte Arsch in deiner Branche? Die habe ich mir alle zurechtgelegt, tatsächlich. Ich habe mit Ralf Schmitz einen schlechten Anfang gehabt, ich habe mit Mazzini einen schlechten Anfang gehabt. Schlechten Anfang? Ja. Hatte ich zum Beispiel mit Uli Borowka. Aber zum Beispiel, jeder sagt, Mario wäre ein Arsch, Mario ist Weltklasse. Mario ist Weltklasse. Da höre ich überhaupt nicht drauf. Ich habe am besten mit den Leuten zusammengearbeitet, vor denen sie mich gewarnt haben vorher. Ja. Also nee, das war nicht so. Es gibt einen aus Österreich, eine Blonde. Ich weiß nicht, wie sie heißt, die tritt manchmal so eine Dünne, die macht so Kabarett. Oh. So was Arrogantes. Ehrlich? Boah. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Die wird auch nicht eingeladen. Lisa Ecker. So. Hat der andere gesagt, ja. Nicht du. Ich finde sie gut. So doof kann man doch nicht sein. Das ist wie mit dem Knochen. Nein, aber. Du schmeißt den Knochen hin, einer beißt immer. Glaub rein. Mir, die war, Emmy, haben wir die besten Comedians all over the world. Und da war die dabei und hatte ihre Leute drumherum. Echt? Und boah, fürchterbar. Tja. Ja, also, so bin ich ja gar nicht. Ne? Nein, aber die war so dermaßen weg von allen, wo ich da auch gesagt habe, so, dafür, dass ich dich nicht kenne, machst du hier eine ziemliche Welle. Ne? Und dann wollte man sie grüßen, man durfte aber an sie nicht dran. Die läuft nur bei nur ein, ne? Hier nicht. Bei nur? Ja, aber hier nicht. Nee. Nur war nur. Der Blöde, der läuft hier auch nicht. Nur rein. Ist in Ordnung. Weil ich ihn hat gegen mich den Kicker verloren, hat nicht geheult. Fand ich gut. Ich habe mit der Frau vom Olaf Schubert, habe ich gegen ihn Schubert. Der ist übrigens Fortuna Düsseldorf-Fan. Natürlich, der kommt aus Ratingen. Ja, dann weißt du, dann ist er für dich ein rotes Tuch. Hat aber auch noch eine Wohnung in Charlottenburg. Und wir haben uns mal einen getan in Berlin, aber für Erwachsene. Mir ging. Boah. Und er sagt, wollten die zumachen in die Wühlmäuse? Wir gehen jetzt noch alle zu mir. Und seine Frau, im Leben nicht, mein Freund. Normale Menschen, so. Also, normales Eheleben. Ja. Aber ich liebe das. Wenn so Leute, da war Matze zum Beispiel auch bei und Ingo Appelt war dabei und so weiter. War ein geiler Abend. Ich habe nicht gewonnen an dem Tag. Aber ich habe den hinterher gekriegt als Ehrenpreis, dann brauche ich nicht mehr auftreten. Nein, ich wurde Emmy Bürger des Jahres. Frag mich nicht, Emmy, ich habe so eine Maus gekriegt und Dieter Hallervorden hat mir den Preis überreicht. Ist das geil? Dieter Hallervorden. Der Typ ist geil. Ja, sicher ist er geil. Yeah. Und hat mich tatsächlich Jürgen von der Lippe drauf aufgeregt, dass ich das falsch mache. Ich muss meinen Mund auch gleichzeitig zur Seite bewegen. Hat auch mit nichts zu tun. Nee. In der Meinungsäußerung, Dieter. Sein Neffe, der macht den so nach, du machst die Augen zu, der ist auch gleichzeitig Veranstalter für Wühlmäuse, machst die Augen zu und du denkst, Dieter Hallervorden steht neben dir. Der macht dann auch weiter irgendwann so, mal. Ja, der 100%ig als Hörbuch. Aber das macht immer so viel Spaß, dann, wenn du so Leute kennst. Deswegen, also einen richtigen Ausfall, da habe ich tatsächlich mal eine schlechte Erfahrung gemacht, aber ansonsten habe ich sie mir zurecht gebogen, habe gesagt, was ist mit dir und dann ging es. Wollen wir jetzt doch nicht zumachen? Wir machen jetzt zu, weil du zu viel laberst. Holger Fach!